Pokémon für das spielen. Es brummt mich ungreifbar schlafen, Mann. Oh mein Gott, und es liegt auf dem Bauch. Wie soll es mich angreifen? What the fuck? Triplette. Ach, war ja klar. Oh, Relaxo brennt. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Und es ist tot. Okay, 8. Ich möchte Relaxo jetzt fangen und nicht irgendwann später. Triplette. Oh, es ist Eis erstarrt. So. Vielleicht sollte ich es jetzt schon mal versuchen zu fangen. Und gefangen! Yay! Geil! Ich möchte Relaxo keinen Spitznamen geben. Das finde ich natürlich sehr schön, dass ich das jetzt schon gefangen habe. Also Triplette ist awesome. Triplette ist awesome. War der erste Pokéball, ne? Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich werde mal zumindest Evoli jetzt aus dem Team raus befördern. Evoli, sorry, aber wir brauchen dich. Im Moment brauchen dich auch sowieso nicht. So. Relaxo trägt bei sich Maronbeere. Ich dachte, es trägt Überreste bei sich. Schade. So. Dann werde ich Dodri an... Kann ich schon Fliegen benutzen? Kann ich... Ach nee, hier nicht. Ach so, ja stimmt. Ich bin ja ein Pokémon-Tetter. Ich kann Fliegen schon benutzen? Ja, ich kann Fliegen schon benutzen. Geil. Titania City. Marmoria. Route 4. Mondberg. Hm. Ist egal erstmal. So, Pummeluff und Myraplat tauscht mit Pummeluff und dann haben wir das. So, Dodri fliegt wir nach... Eigentlich brauchen wir nicht nach Lavandia fliegen, wir sind ja fast da. Und Relaxo. Ich weiß gar nicht, es hat glaube ich so ein... Was heißt es denn für... Erstmal für Werte. Immunität, okay, verhindert Vergiftungen, also ist es sowas... Ja. Angriff 74. Im Gegensatz zu den anderen ist es so, wow. Gene, Erholung, Schnarcher. Was sind Schnarcher? Tacke nur im Schlafen möglich. Okay. Okay. So. Dann möchten wir die beiden hier besiegen. Dennis und Sira. Kopfnuss und Triplette. Und Kopfnuss. Danke. Och, Relaxo ist so schön stark. Und was ist denn hier drin? Ach, hier gibt es den Angler, ne? Mein Bruder ist der Popli-Angler. Hier, guck mal, super Angel. Das ist die beste Angel. Und ich habe die anderen gar nicht. Danke, Elektrizität ist meine Stärke. Schön. Ach, natürlich ist es paralysiert. Warum auch nicht? Kopfnuss. Kopfnuss. Danke. Und, ach, Kreideschrei. Kopfnuss, Kopfnuss. Danke, besiegt. So, hier haben wir noch einen Camper, der uns nicht mehr vergiften kann, weil Relaxo ist paralysiert. Entweder das eine Übel oder das andere. Dann nehme ich doch lieber die Paralyse, anstatt vergiftet zu sein. Obwohl, hallo. Danke. So, Eisen gefunden. Man weiß, was weiß ich, wer irgendwas. Was war das? Ach, komm, Erholung. Erholung. Ach nee, ich kann ja auch Schnarcher benutzen. Bams. Ja, Relaxo ist natürlich aufgewacht. Das kann dann immer mal passieren, wenn man Schnarcher einsetzen will und Relaxo wacht auf einmal wieder auf. Weil man ja nie wissen kann, wie lange er schläft. So. Was gibt's denn hier? Das ist nur Blutzug. Flucht unmöglich. Warum ist Flucht unmöglich? Leck mich. Kopfnuss. Na, natürlich hat es sich vor Verwirrung selbst verletzt.
Ach, Relaxus, schön. Relaxus, toll. Ich habe eine Höhle irgendwas gefunden. Goldini. Ja, natürlich ist Relaxo jetzt verwirrt. Nassmacher. 666, oh mein Gott, Zahl des Todes. Kopfnuss und Sepor. Sepor ist so schön. Sepor ist toll. Und auch sie ist weg. Er macht Vogel-Pokémon. Er macht Vogel-Pokémon, ja. Auch tolles Deutsch. Oh Gott. Na super. Zahltag. Zahltag. Tauboga. Oh, also Taubos ist auch wirklich ein sehr geniales Pokémon. Finde ich. Es macht wirklich Spaß, mit dem zu kämpfen. So, was sagst du mir? Es ist gut, so mal irgendwas mit kämpfen. Schnorcher. Merzi. Ach, die sind so schnell weg. Ja, war klar, dass er jetzt aufwacht. Einschlafen. Schnarcher. Ach, ist das schön. Das ist so schön. Bumm, tot. Bis sie alle so down gehen mit einem Schlag. Das ist auch. Und natürlich. Eigentlich finde ich dieses Attackenset von Relaxo im Moment ziemlich geil. Noch, Mano. Biss und Schnarcher, danke. Obwohl ich jetzt erstmal wieder hochgehen werde. La 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 la. Ja, obwohl das jetzt alles ein bisschen schnell geht und total laggy aussieht. Lololololo. Dann kann ich auch das Relaxo mit dem Relaxo besiegen. Nein, das mache ich nicht. Weil das Ewigkeiten dauert, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, aber. So. Hier lang. Da lang. Und da lang habe ich die. Ja, die habe ich schon besiegt. Okay. Dann hier lang, da lang. Da lang, da lang. Lass mich alle durch. Und natürlich werde ich gegen dich kämpfen. Ratzfatz. Kopfnuss hat nur 15? Wow. Das wusste ich nicht. Das heißt, ich kann 15 mal angreifen. Und natürlich ist es paralysiert. Und es greift wieder 1000 mal nicht an, würde ich sagen. So. Haben wir irgendwo Nein, haben wir nicht. Wir haben kein Dings. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Na, natürlich. Warum auch nicht? Ich erhole mich mal. Ach, fuck. Das kann man nur machen, wenn... Das ist natürlich auch gut zu wissen. Das wusste ich wirklich nicht. So, und... Deine Orden sind so toll, Quapsel. Kopfnuss. Treffer versenkt. Und noch ein Quapsel. Super. Noch mehr Treffer und versenkt. So, Tibitha. Oh Gott, Taubsi. Erholung. Na, warum? Vor allem, warum ist nur Billikat? Warum nicht irgendwie was anderes? Mauzi, okay, dann mache ich Snobilikat erstmal auf Level 40. So. Taubsi. Relaxo. Ich bin so dumm. Na, schon, jetzt wacht er bestimmt auf. Nein, doch nicht. Bumm. Ach, Mega Hieb. Bumm. Und nochmal Relaxo. Ich hasse solche dummen Attacken, die dann immer mit so Pokémon-Tausch und sowas sind. So, oh fuck, meine Pokémon! Meine Pokémon! Level 33, Body Slam, wow! Kopfnuss 17.
80, Body Slam 85. Ich werde aber Bodies statt Body statt Gena Body Slam machen, weil Gena brauche ich nicht unbedingt, weil was soll ich mit Gena? Das ist dämlich. Dafür habe ich Triplette. Das kann 3 Statusveränderungen. Und 3 Statusveränderungen ist awesome. Und außerdem habe ich da auch noch Gesang. Also falls ich wirklich schaue links neben den Pfosten. Hä? 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 Ach, ich verstehe. Links neben den Pfosten. Ich würde sagen, daher. AP Plus. AP Plus ist, glaube ich, ist das nicht das, wo man dann mehr AP für einen Attacker bekommt? Wenn ja, dann ist das cool. Wenn ja, dann ist das sehr, sehr cool. Body Slam. Ach, Taubsi. Body Slam. Und noch ein Taubsi. Kopfnuss. Wie schnell ich level. Also ich level jetzt gerade nicht so, weil die nicht so wirklich viel geben, aber ich freue mich wirklich, weil Relaxo ist wirklich ein sehr cooles Pokémon und ich finde es auch wirklich immer noch erstaunlich, dass ich so schnell gefangen habe. Wahrscheinlich, weil es wirklich eingefroren war und nichts tun konnte. Deswegen liebe ich Triplette. Deswegen liebe ich wirklich Triplette. Und Level 34 und noch ein Smogon. Nochmal Body Slam und Erholung. Ja, Smog und Schnarcher. Boom. Ist hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Trainer. Ja, jetzt komme ich natürlich da nicht mehr lang. Das heißt, ich muss den besiegen. So, Schnarcher. Schnarcher. Dodo, jetzt würde ich sagen, ich wach wieder auf. Ja, war klar. Ich kenne mich so langsam mit Relax so ein bisschen aus, ne? Und auch der ist besiegt. So, den hatten wir gerade eben. Ja, hau bloß ab. Den hatten wir noch nicht. So. Ja, Windstoß. Habitak. Aber so diese Erholung-Schnarcher-Kombination finde ich auch ganz cool. Obwohl das wirklich immer einen Zug braucht, ehe ich dann Erholung fertig habe und dann Schnarcher und dann ist die Chance immer groß, dass es früher aufwacht, als es soll. Und also es ist schon mit einem gewissen Risiko verbunden. Und deswegen immer aufpassen bei sowas. Ibitak. Und natürlich auch habe ich auch dafür keine KP mehr. Dann werde ich Erholung machen. Ach fuck, ich bin so dumm. Schnarcher. Und noch ein Schnarcher. Und natürlich, ja, das meine ich. Es kann von 2 bis 5 Runden schlafen. Und dann, wenn es irgendwie länger schlafen soll, weil es natürlich die Attacke hat, die das sehr gut, wo das sehr gut brauchbar ist, macht er es natürlich nicht. So, ja, wenn er jetzt aufgewacht ist, dann werde ich dann wahrscheinlich beim nächsten tauschen mit Dodri. Und fliegen und bumm und kaputt. Anton ist Geschichte. Oh Gott, hier sind ganz viele Leute. Ich versuche jetzt mal da an denen vorbeizugehen. Oh Gott. Okay, ich kann. Ach so, stimmt, ich kann auch hier lang. Geh weg. Oh, hier sind so viele. Regentanz. Und jetzt sind wir in Fuxania City, genau.